Moin Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Abonnenten, zu heftiges Unboxing. Iber lässt grüßen, das letzte Mal in nächster Zeit, dass ich mir was gekauft habe. Wir haben gerade mal den rechten Stapel weg von den ganzen. Und wir sind auch munter dabei und wir machen einfach mal weiter hier. Wir haben schon einige geile Karten gesehen. So, wir machen weiter mit Vervielfachen in Super Rare. Wolkenkratzer 2, Kartenzerstörung, Wild Nature Release, Abscheuliche Spiegelritual. Berserkerschlag. Das ist ja cool, so ein geflügelter Kuribo voll aggressive und so. Zera Ritual. Ist ja auch schon nice. Wackel. Alles am Wackeln hier, oh mein Gott. Wo machen wir weiter? Ich will am liebsten mich von oben nach unten arbeiten. Ja, arbeiten wir uns von oben nach unten. Nehmen wir mal diesen Stapel hier. Schön, ihr könnt gar nicht, ihr seht gar nicht, was für einen Stapel ich meine. Ich kann die jetzt aber umdrehen, was ich sehr geil finde. So, dann brauche ich nicht extra. So. Sorg, dunkler Meister in Super. Nebeltal, Falke. Rubin, Karfunkel zur Seite. Schildkröte. Oh, wie cool, in Super Rare. Nebeltal, Baby Rock. Oh, Kobaltadler. Wie geil, Fotoklop. Ja, die kommen natürlich direkt in mein Kristallungeheuer-Deck. Yumi-Schiff. Sternzeichenkundler Akubenz. Übischer Golem. Ja, Übischer habe ich so viele. Verbündeter der Gerechtigkeit, Dingsbumsen. Verbündeter der Gerechtigkeit, Rudra. Übischer Vergesslichkeit. Übischer Vergesslicht. Achso, Vergesslicht. Schleifgolem. Der sieht auch krass aus mit seiner Kreissäge auf dem Kopf. R-Genex Beschleuniger, Schicksalsets Double Dude, Schnellspannritter, Kuribo, Metal Rider ist ein Super Rare, wie süß. Retro, Schwarzflügel, Yahoo, Dingsbums, legendäre Sechsamurai, KG Ki, Schwarzflügel, Aurora, Nordlicht, Garatolk, Dingsbumsens, Dunkler Magier, Starterdeck, Yugi Evolution, erste Auflage, relativ gut erhalten. Ja, ich sag das bei denen immer so besonders, weil das halt alte Karten sind. Alte Karten gehen echt. Na, ich will nichts Falsches sagen, sonst habe ich wieder einen mehr bei GF. Denk mal, GF sagt Bescheid, was alles gut ist, damit ich mir das, damit ich das rüberpacken kann. Wurmopa, hässlich. Wurmsolid. Also was die als für Karten da finden, Wurmopa. Wurmapokalypse. Ah, Wurmrakuye. Wurmnobel. Wurmkataros. Wurm Sex, Wurm Rakuye, Wurm Apokalypse, die Würmer, die Bandwürmer. Oh ja, sie werden deinen Darm auffressen. Gleich wieder eine nette Karte. Oh, das sind so viele Hüllen bei. Ohne Scheiß. So, ein schneller Krieger. Buster Blader, Dark Revelation. Nee. DL1? Was ist denn DL1? Keine Ahnung, in Super Rare. Cool. Gishki Vorankündiger. Synchro Druckwelt. So, umdrehen. The Flute of the Summoning Dragon. Ist da was drin? Nein. Inferno missachtende Beschwörung. Die Flöte des Drachen, Kartenzerstörung. Skapigott. Seelentausch. Soul Exchange. Ich gucke auch ein bisschen Mask Dispel, ob ich ein paar Fehldrucke finde. Gefängnisuhrturm. Oh, Dedication Through Light and Darkness. Dedi-Bezeichner. Skapigott. Schwarzglanzritual. Ich bin echt gespannt, was noch alles in bei diesem Pack rauskommt. Ohne Scheiß, Leute. Bis jetzt sind da so viele coole alte Karten bei gewesen. Einige Karten, die bestimmt noch einiges an Wert haben. Mal schauen. Hirnabstürzen. In Super. Also ich brauche alles hier ist im Moment nur super. Drachenschild hatten wir schon mal. Antikes Antriebsschloss, Sternzeichenwiege, Detonieren. Megawandler in Super. Oh mein Gott. Auferstehen von Chakra. Babelschuss. Rangsteigerzauber, Barians Kraft. Tor zu einer anderen Dimension. Mhm. Gishki Fotospiegel. Kreis der Feuerkönige. Insektenpanzer mit Laserkugeln in Super Rare. Ernsthaft? So eine scheiß Karte. Mein Gott, erste Schritte zum Befall, Steischer. Material einfangen. Auferstehung von Chakra. Umdrehen. Edelsteinritter Dingsbunsens. Zerstöre alle auf einem Monster vom Typ Krieger auf dem Spielfeld. Super geil.
Genauso wie Systemabsturz, eigentlich nur, dass die Karte nicht entfernt. Die gibt's auch noch für Hexer. Da sieht es aus, als ob eine Hexe auf dem Besen, also eine Hexe fliegt auf dem Besen. Monsterjäger Krebons in Super Rare. Wächter der Ordnung. Und der hat auch sowas, ne? Also der ist auch irgendwie cool. Cyberdrache nochmal. Cybernetic Revolution, erste Auflage. Cool. Zweimal in Super Rare. Nett. Mein Cyber, der nimmt Gestalt an. Neo-Weltraum, Hydro-Ginex, Grabwinder, Verbündete der Gerechtigkeit, The Dark Creator, Hecatrix. Sieht man noch was? Also sieht man das alles noch? So. Dedekrier schon wieder, erste Auflage. Mein Gott, ich bin überfordert. Zauberbrecherin der Eisbarriere, Symphonischer Krieger, Trirrommel. Oh, in ist zwar nur Rare, aber es ist Elementarheld Flammenflügelmann. Kann ich Rares hier hinpacken? Ne, sieht man auch nicht, ne? Oh, wie nervig, ey. Mit dieser blöden Lampe da oben. Aber wenn ich die wegmachen würde, würde man nichts mehr sehen. So, das sind ja die Karten, die ins Deck sollen unbedingt. Oder zum Deck dazukommen erstmal. Dann werden die erstmal abgedeckt, die Rares. So, majestätischer Sterndrache in Rare. Ehrenlichtverpflichter Mönch. Wurmsolid. Oh, rotäugiges Küken. In Super Rare. Bläugiger Tundrache. Dark Beginning 1. In Super Rare. Ich dachte gerade, das ist der Horus Level 8. Mann, ich brauche Horus Level 8 für den guten alten Tao. Aber Horus Level 6. Ich mache mal auch ein Horus Deck. Traumaturgist der Qualen. Niederträchtiger Wahrheitsdrache. Göttlicher Drache Exilion. So, wieder ein riesiger Stapel an Super Rare, den ich wegpacken kann. So. Jo, genau, fliegt mir hier alles um jetzt am besten. Oh, ich krieg zu viel. Ah, ich bin so überfordert, gerade mit den ganzen Karten. So, dich muss ich mal wieder gerade schieben hier. Wackel, wackel, wackel. So, ich zoome jetzt mal wieder zurück. Warum? Weil ich's kann. Und damit wir ein bisschen mehr Platz hier haben. Sonst wird das hier alles nix. Das reicht uns noch nicht. Und weiter geht's. Moment, ich muss das nochmal hier wieder festmachen. So, okay. Okay, oh, ich bin echt so gespannt, was da noch alles kommt. Dracheneinheit. Aklis. Bewaffneter Drache Level 7. Fuck! Level 7 und Level 10 ist das, ne? Tau, wenn du Interesse dran hast, den kannst du gerne haben, wenn du den unbedingt brauchst. Göttlicher Drache Exilion. Bewaffneter Drache Level 7, ernsthaft? Oh mein Gott. Flammfeld Rachnov. Photonen Eidechse. Flammfeld Rachnov. Flammfeld Rachnov. Nee. Drachnov Flammfeld, ernsthaft? Photonen Eidechse. Übelschatz Ak. Täuschungsdrache. Sieht aus, ich wollte gerade sagen, wie Shenlong, aber es sieht nicht aus wie Shenlong. Komisches Ding. Freier, lasterhafter Drache. Drachkart. Kartenauswerfer, cool, süß. Dimensionswander, Kartenauswerfer, Sternzeichenkundler, Allergie, was? IGD und nicht Allergie. Allergie, Hachi, Edelsteinhändler, Skillet White Magician, Gishki Ariel, Schweigsamer Magier Level 4. Oh Mann, oh, die sind immer so gedamaged. Gishki Vorankündiger, magisches Exemplar, Blizzard Prinzessin, Zeitzauberer. In Super Rare, cool. Retro. Flammfell Magier. Sternzeichenkundler Rasal Hagu. Tonelfenzwillinge in Super Rare, cool. Narrenkonfit. Ja, ist schon einiges bei gewesen, was mir echt die Sprache verschlagen hat. Ohne Scheiß. Ich bin echt begeistert, aber lohnt sich das auch für das Geld, was ich bezahlt habe? Speichsame Magier Level 8. Traumaturgist der Quallen. Cyber End Dragon. Schicksals Enddrache, cool. Neoflammfell Garuda. Garudamon. Gefallener Rosenengel. Ruinenkönig des Vergessens. BS Tetran. Nitrosynchron. Wurmmolidit. Noch ein Topf der Gegensätzlichkeit in Super Rare. Ist das geil. Wurmdimiklis. Wurmjagan. Wurmdimikles. Gott. Cut Destruction. Oh, Naturia-Käfer, der ist so süß. Ich liebe ihn. Nice. Verbündeter der Gerechtigkeit, Umkehrbrecher, Synchron-Druckwelle, Musorhythmisch der Gitarren-Djinn,
Zwei Monster Stufe 3, Muss ich mir mal später angucken, alle. Zwei Monster Stufe 3. Zwei Monster Stufe 3. Ja, diese Djinns. Oh! Maestrum der Dirigenten-Djinn. Den packe ich mal zur Seite, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der begehrt sein wird. Schrumpfen. Rosenvieh. Oder dass ich den gut verkaufen kann. Weil den spielen ganz, ganz viele. Oder wie hat der GF das noch ausgedrückt? Das ist einer der Staples von den XYZ-Viechern. Irgendwie so. Kann sein. Kann mich auch irren, natürlich. Ich lege meine Hand dafür nicht ins Feuer. Gerümpel-Synchronisierer in Super. Super. Ist ja alles super. Nitro-Synchron. Hyrakus-Sphinx. Geheimwachen-Eisbarriere. Alter, sind das viele super. Ansturm der Feuerkönigin. Super Rare. Lodernde Feuerwand. In Super Rare. Warum sage ich das jedes Mal? Das ist alles Feuerwehr, genau. Super Rare. Eine Feder vom Phönix. Flucht aus der anderen Dimension. Schwarzflügel-Kaut. Metallwandler. Oh, Abgrund. Bujinki-Hase. Hase packe ich auch zur Seite, weil wegen bestimmt begehrt. Das ist aus Dark Beginning 1. Auch eine alte. Katapultschildkröte. Wächterin Eatos. Dracheneinheit Dingsbumsens. Angus Dingsbumsens. Ja. Fusionswächter. Minenfeldbohrer. Mir geht langsam die Spucke weg. Ansturm der Feuerkönige. Greifenschwinger. Hydrogenex. Schwarzflügel Dingsbumsens. Ansturm der Feuerkönige. Jurassia Brachies. Ewige Furcht. Lege zwei Uhrzählmarken aufs Gefängnisuhrturm. Cool. Seelentausch. Größeres Schicksal. Größeres Schicksal. Ja, Schicksalshanddeck bahnt sich auch so langsam. Ich werde so viele Decks haben, Leute. Vortex der Wirbelwind. Befallwelle. Bujingi Pavo. Packe ich auch mal zur Seite, weil wegen Bujingi. Feenritter Inguna. Genosaurus in Super Rare. Und Melodie. Trompeten-Djinn. Ja, diese Djinns sind echt so, ne? Ich glaube, die könnten mir einiges bringen, weil das alles Stufe 3 Viecher sind. Mann, 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 ich bin noch längst nicht durch. Wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft und sind schon wieder bei 12 Minuten. Wow! Maler Sonnenmonolith, Edelsteinritter, Dingsbums, Bubbleman ins, ich sag's nicht nochmal, Vasu, der Soul Eater, mit dem habe ich damals auch gespielt, bei einer der typischen Karten. Weilon-Soldat, DD Jetteisen, Eisenhammer, der Riese, ein Felsmonster, Alter. Uhrwerkgeist, Weilon-Würfel, sieht man das überhaupt noch? Ja, sieht man noch. Ja, Licht ist gerade ein bisschen assi, irgendwie. Übischer Coppelia, strahlende Pixie, Stahlscher Zisse, übischer Golem. Boah, irgendwie ist das hier gerade alles ein bisschen nervig, finde ich. Vor allem mit dem Hinlegen. Da sind gar keine Ultra-Rares und sowas mehr bei. Alles weg schon, schade. Verbündeter der Gerechtigkeit, Rudra. Rosenfee. Ich glaube aber hier für die DK und so kriegt man nichts mehr. Die ist nichts mehr wert. Gimmick-Marionette Zwielicht-Dingsbumsens. Edelstein-Ritter Sardonyx. Sag ich nix. Chronomaler Azteken-Masken-Golem. Auch ein Felsmonster. Gimmick-Marionette Albtraum. Ein Graf-Keeper. Joa. Adler über dem brennenden Land. Kuribon. Laval Müller. Müller, hö. Goblin Elite-Angriffstrupp, Gimmick Marionette. Ich gehe da jetzt mal ein bisschen schneller durch. Nochmal Gimmick Marionette. Kage Togage, Kage, der kommt auch zur Seite. Ja, ich wollte sagen, in Super Rare, natürlich in Super Rare. Großteil Golem, Gusto Guldo. Ich wollte sagen, Cash, der Staubherrscher, aber der ist Gash. Gerümpel-Synchronisierer, Gischge Eitelkeit. Viele, die man schon gesehen hat und schon kennt. Ah, Zubaba-Ritter. Zubaba. Zombauwau. Oh Gott. Der ist ja nie, die kuschelt immer an, der arme Hund. Süß. Zwillingsschwert Plünderer. Der Avatar des Bösen. Oho. Inferno-Hammer. Emes. Emes. Dreh mal um. Dreh um. Wurm links. Wurm links. Wurm bitte nach links. Naturia Sonflora. Sonnenflora.
Sunflower, Sunflora, Pokémon, Pac-Man. D-Gegenschlag. Noch eine Schicksalsheldkarte. Da mochte wohl jemand Schicksalshelden. Oder ist es Schicksal, dass ich diese ganzen Karten bekommen habe, damit ich mir ein Schicksalshelden-Deck baue? Man weiß es nicht. Oh Gott, sind das... Ey, das sind echt scheiße viele Karten. Big Burn. Burn, Baby, Burn. Backup Soldier. Befallwelle. Segen des Gusto. Wappenstammbuch. Zauberschild Typ 8. Splitterfusion. Amazonische Archers. Segen für Gusto. Metallwandler. Ja. Polymerisation in Super Rare. Cool. Aus... Legend of Blue Eyes aus dem ersten Booster. Starterdeck Yugi Evolution. Sinnbog, yay. Geschäfte der finsteren Welt. Die packen wir auch zur Seite. Könnte auch tauschbar. Jagdgründe der Harpien Deck. Schwerer Sturm Metal Riders. Ernsthaft? In Super Rare. Labyrinth of Nightmare Lichtschwerter. Auch relativ gut erhalten. Riesentronade. Erste Auflage. Spell Ruler. Oh mein Gott. Buch des Lebens. Dimensionsfusion, die ist leider verboten. Da gab es so eine Endlos-Kombo mit dem Magier des schwarzen Chaos damals. Ektoplasma. Rücksichtslose Verweigerung. Verweigerung. Was ist Übertreibens? Überreste meine ich natürlich. Vertreibens. Erdgebundener Wirbelwind. Kann man das überhaupt noch lesen? Ich weiß gar nicht, ob ihr das lesen könnt. Tut mir echt leid, wenn nicht. Und ich das nicht vorlese. Dann zoomen wir einfach nochmal einmal näher ran, dann könnt ihr ein bisschen mehr sehen. Macht es zumindest ein bisschen, bisschen einfacher. Mein Gott, jetzt fängt es nur an zu lispeln. Schrumpfen! Das ist Taos Lieblingskarte, hat er mir gesagt. Elegante Wohltäterin, yay! Kartenzerstörung. Magischer Hammer. Kristallbaum! Kristallungeheuer FTW, yay! Ja, ich sagte ja schon, ich spiele Kristallungeheuer anders als die meisten. Ich spiele das eher so retro. Burstrückkehr, Sündenbock. Goldener Homunculus, Dressia Dino, Prominenz, geschmolzener Schwertkämpfer, Nimmt das auch nochmal ein Ende? Ich glaube, einen Stapel mache ich jetzt noch und dann werde ich wieder den Part splitten. So, böser Held, Malicious Edge, Bubble Man, Herzherrscher Christia, kennt man auch schon. Elemental Heat. Elemental Ocean. Finstere Welt. Skelett der Magician. Neopasha der Himmelspaladin. Cool. Ernteengel. Ich sitze gerade ganz schön unbequem, muss ich sagen. Elemental Poison Rose. Das sind Elementalien, bei die kenne ich überhaupt nicht. Elementalknospe, den kenne ich. Zeitzauberer, DL1. Was ist DL1? Nein, Kuribo, Metal Riders. Yay. Katapultschildkröte. Phantomungeheuer, Felseidechse. Oh, nette Karten. Wie gesagt, alles super rare. Wenn irgendwas anderes dabei ist, dann sage ich das natürlich. Also wenn Kamen ist oder so. Aber bis jetzt. Das sind alles nur super rares. What the fuck? Samurai-Schwert Baron. Die ganzen Ultras und so habe ich schon rausgesucht, wa? Cyber Phoenix für Cyberdeck. Wattgiraffe. Erinnert so ein bisschen hier an One Piece, dieser komische von der CP9, der die Giraffenfrucht gegessen hat. Diese Zora-Frucht, oder wie nennen sich die Scheißdinger? Ich glaube schon. Armageddon-Ritter. Maschinenwesen-Antriebsdings. Makura der Zerstörer. Menschenfresserkäfer. Mein Gott. Drillroid. Oh, doppelköpfiger Donnerdrache, Mad Riders, erste Auflage. Den habe ich damals auch gespielt. Ich fand den so geil. Der ist vor allem so einfach zu beschweren. Hast einen Donnerdrachen auf Hand, kannst ihn abschmeißen, kannst zwei Donnerdrachen aus dem Deck auf die Hand nehmen. Und kannst direkt Fusion benutzen, so halt, wenn du sie auf der Hand hast, ne? Voll cool. Bösheit Lightning Gola. Elemental Phoenix Enforcer, geil. Also an Elementalen scheint es ja nicht zu... mangeln. So halt. Gut. Nächster Stapel. Da will ich jetzt mal eben gucken, dass sie alle auch richtig rumliegen. Ansonsten kacke ich gleich ins Klo.
Und so ein bisschen Abwechslung wäre auch mal schön, dass da mal wieder ein paar andere Seltene kommen, also andere Seltenheitsklassen. Ich meine, wir hatten jetzt mal wieder vor kurzem Rare, aber Rare ist auch nicht so super oder ultra. Von daher, Photon Cerberus. Heroischer Herausforderer Gash. Ja, hatten wir schon. Gusto Donnerschlag. Der sieht auch dick süß aus. Dick süß. Jetzt fange ich schon mit der GF an. Der sieht auch dick süß aus. Warte mal, die Kamera fokussiert mal wieder nicht. Mhm. Zom Wau, Bau Wau, Kurivolt. Mhm. Go 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 Golem. Aha. Drei Sterne. Die sind ja cool. Sehen aus wie die Helfer vom Weihnachtsmann. Ja, vor allem. Gagaga Wache. Sternzeichenkundler. Zu Baba Ritter. Weilonlader. Joa. Halt Stuff und so. Die sieht süß aus. Photon-Eidechse. Cerberus. Phönix-Ungeheuer. Garuda. Nee, Gairuda dieses Mal. Mecha-Phantom-Ungeheuer. Mhm. Schwarzflügel. Ja. Alle stehen natürlich zum Tausch und Verkauf, Leute. Außer die Karten, wo ich sage, die tue ich mir ins Deck oder so. Ich verkaufe aber am liebsten im Moment. Von daher. Und ich verkaufe nicht, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich hätte gerne nur eine Karte und die dann auch nur einen Wert von 1 Euro hat, weil das lohnt sich einfach nicht. Rotäugiger finsterer Metalldrache. What the fuck? Kommt zu den tauschbaren Karten, auf jeden Fall. Rotdrachen, Erzunterwäldler. Kann man den tauschen? Ich glaube schon. Packen wir zum Tausch da. Ja, ist ja alles zum Tausch, aber zum besonderen Tausch. Ich werde die nachher nochmal differenziert sortieren. Wenn der GF mir sagt, welche Karten wirklich auch was wert sind, halt. Er hat die Ahnung, er ist der Man. Kolossaler Kämpfer. Die Wurzel des Bösen. Erzunterwäldler von Gilfa. Cyber Phoenix. Not of die. Hellensignal, yay! Micha, Phantomungeheuer, Paradoxe Fusion, Trüscher Dieb, Edle Waffe, Caliburn, Synchro-Druckwellen, detonieren, detonieren, detonieren. Und niederträchtiger Sternstaubdrache. Ja, Malefik, Malefik-Viecher, yay! Bald haben wir es geschafft, aber ich beende jetzt diesen Part erstmal und dann machen wir erstmal einen Cut. Bis gleich oder bis zum nächsten Mal.